Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder richtig gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Denn heute reagieren wir auf das zweite Teil vom Finale von Temptation Island VIP. Das Wiedersehen von Jakub und Kate. Bin sehr gespannt. Da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob die zwei hier zusammen rausgehen oder nicht. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass die zwei sich verzeihen werden oder wie auch immer. Keine Ahnung, aber kannst mir sehr witzig vorstellen mit Kate auch. Deshalb, liebe Freunde, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch leckere Snacks, holt euch was Leckeres zu trinken. Ein Dank geht raus an RTL Plus, dass ich auf die Sachen reagieren darf. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt's gerne aus. Und jetzt würde ich sagen, wird erstmal die Glocke aktiviert da hinten, liebe Freunde. Die muss erstmal aktiviert werden, damit ihr auch eure Glocke aktiviert, falls ihr Bock drauf habt. Es geht ganz einfach. Ich blende euch hier ein Tutorial-Video ein. Ihr kennt's, glaube ich, alle. Neben dem Abo-Button ist eine Glocke. Wenn ihr die aktiviert, bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn von mir ein Video online gegangen ist. Und ich aktiviere jetzt erstmal unsere. Oh. Ah, ich werfe einmal von hier. Jawohl! Da ist das Ding, liebe Freunde. Wir haben's. So schnell kann man Probleme aus dem Weg räumen. Sehr geil. Schauen wir mal rein ins Video. Den ersten Ding in der Beschreibung habt ihr eh schon alle abgecheckt. Da geht's zum Zweitkanal, wo auch jeden Tag ein Video online kommt. So ganz nebenbei kommt da noch ein Video online jeden Tag. Könnt ihr gerne mal auschecken, wenn ihr Bock habt. 18 Uhr kommen die Videos da online. Wir gehen rein in die letzten Rendezvous-Dates. Wie diesem, aber an meine Kate kommt keiner ran. So, und ich würde sagen, wir besprechen jetzt mal die Schlafsituation. Das kritischste Thema heute überhaupt. Aha. Weil, guck dir das mal bitte an. Die Bootskajüte ist auf jeden Fall das kleinste Schlafzimmer, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist ja noch nicht mal eine Schlaf. Das ist echt Maximum Mini. Jetzt bin ich gespannt, was Kate jetzt hier für Ansagen macht. Ob der auf dem Boden schlafen muss oder so. Da ist ja nicht mal Boden in dieser Kajüte. Das ist ja eher so eine Abstellkammer oder sowas. Patrick, ich habe das wirklich meinem Mann echt versprochen, dass ich das nicht mache. Dann, wenn, dann müssen wir es echt so machen. Wir machen das. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich lege mich mit dem Kopf nach hier und du nach da. Der ist voll abgefuckt, der ist voll genervt. Dann kannst du noch so in der Mitte ein bisschen eine chinesische Mauer bauen und dann. Ja, die baue ich sowieso da rein. Ah ja. Okay, hier sieht die Situation schon besser aus. Das ist wahrscheinlich das Zimmer von den anderen beiden, von Jakub und seiner Frau. Da gibt es wenigstens noch eine Couch, ne? Mal gucken, wie die das klären. Kann mir auch vorstellen, dass der Jakub sich ins Bett legt und sagt, ist egal. Guck mal, easy. Wir haben das Bett. Du eine Seite, ich eine Seite. Haben wir genug Platz? Ja, Moment. Ich muss mir das ja erstmal angucken. Dann guck dir das mal an. Aber das ist dann natürlich auch für mich eine sehr schöne Couch. Es gibt eine Couch bei uns. Werde ich die natürlich nutzen, weil ich weiß, dass das Kate so am besten gefallen würde und deswegen mache ich es auch. Ja. Was auch total legitim und okay ist. Dankeschön. Habt ihr diese Mauer gesehen? So ein Untersetzer-Ding für so eine Strandliege war das. Ich komme nicht klar. Ich steh auf. Ich bin Schlafgut, ja? Great, wir haben es geschafft. Schlafgut, du auch, gute Nacht. Aber wir kommen zum letzten Lagerfeuer. Kate und Jakub treffen sich wieder. Ich bin anders gespannt, wie dieses Wiedersehen ist. Also wirklich anders gespannt. Bei denen, weiß ich nicht. Also die werden sich auf jeden Fall umarmen und die haben sich vermisst. Das ist das Pärchen, was sich wirklich vermisst hat. Herzlich willkommen zum finalen Lagerfeuer. Hier bei Temptation Island VIP. Wie nervös bist du im Moment? Ich bin einfach nur so froh, dass ich meinen Mann wieder treffe. Für mich war das die härteste Zeit in meinem Leben, aber auch gleichzeitig eine sehr schöne Zeit, weil ich gemerkt habe, ich wusste zwar schon vorher, wie sehr ich ihn liebe, aber ich habe einfach gemerkt, dass er einfach der wichtigste Mensch ist in meinem Leben und ich bin mir 1000% sicher, dass auch immer sein wird. Ja. Richtig schön. Was hat dir denn am meisten gefehlt die letzten 2 Wochen? Alles. Sein schönes Aussehen, seine großen Augen, sein Geruch, die körperliche Nähe. Ich konnte manche Sachen auch gar nicht so richtig genießen, weil ich einfach dachte, oh, schade, dass er jetzt nicht neben mir liegt oder abends das Einschlafen. Das Einschlafen ist das Schlimmste. Aber hey, die schlaflosen Nächte, die haben ein Ende. Ich würde sagen, ich lass dich gar nicht länger warten. Hier kommt für dich dein Jakob. Freunde,
What if I fall? Oh, wie er sich freut. Jetzt kommt gleich wieder. Kuss. Jetzt kommt es gleich wieder. Oh, er weint. Oh Gott, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben, ohne so viel. Oh, die sind richtig in Love, ne? Die sind richtig in Love. Das ist schon süß. Jakob, setzt euch gerne zu mir. Oh Gott. Kuss, Schatz. Wäre halt nichts für mich, aber ich find's süß, dass es bei denen so funktioniert. Dieses, gib mir jetzt einen Kuss und dann wird ein Kuss gegeben. Ich finde das richtig cute irgendwie. Also, ne, soll jeder so machen, wie er mag. Ich finde das bei denen so süß wie meine Öhrchen hier. Ich hol jetzt zwei Turteltauben. Vor allem, ich will euch auch mal beglückwünschen, ey, das waren 2 Wochen Temptation Island VIP. Es ist ein harter Test, aber ihr habt ihm sowas von durchgezogen. Das war unfassbar für mich, einfach unfassbar eklig, die Zeit. Mit Abstand das Schlimmste, was ich je in meinem Leben durchgemacht habe. Mit Abstand das Allerschlimmste. Ehrlich gesagt, ich wollte ihn halt auch immer so ein bisschen rausnehmen aus dieser ganzen Reality-Sache. Das ist halt eher so immer meins gewesen. Ich wusste halt auch immer, dass er es halt eigentlich eher für mich gemacht hat. Ich bin sehr stolz auf dich, Schatz, und wir brauchen Zeit für uns. Ihr werdet ganz, ganz, ganz viel Zeit füreinander haben. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit deinen Highlights. Oh, jetzt kann ich mir aber schon nochmal vorstellen, dass die Kate da brennt. Also wenn das eingeblendet wird, wo er diese Mädels so Auge drauf wirft und dann auch so sagt, das reicht Kate schon, dass ich nur so gucke und so. Wenn das kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass die da vielleicht sauer wird. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht einschätzen. Vielleicht machen die jetzt auch einfach ruhig, bleiben entspannt, gehen zusammen raus und alles ist gut. Was du so in der Villa erlebt hast. Ich? Ja. Um Gott, Hilfe. Oh Gott. Bei meiner Auswahl habe ich ja den Lukas ausgewählt. Also ich habe mir wirklich den Jackpot gegriffen. Lukas, kannst du trotzdem meine Füße massieren gleich? Klar. Kate mit ihrem Lukas, der macht alles so für die und ich finde das so süß irgendwie. Ihr kleiner Boy da drin, so, der für sie alles macht. Jogo war der letzte Mann, den ich kennengelernt habe, bevor ich mit Jakob zusammengekommen bin. Ja, wir hatten mal was miteinander, die Sache ist gegessen, wir sind im Guten auseinandergegangen. Wieso schließt du das Klo nicht ab? Ich hab deinen Pipi-Mann gerade gesehen. Also ich mag dich auch nach wie vor und will halt... Also Kates Bilder sind halt so schwach verglichen mit den anderen. Also wirklich, die kann man, da ist nichts dabei, wo man sagt, ja okay, das mit dem Wieso schließt du Klo nicht ab, ich habe das gerade gesehen so. Selbst da kann man sich denken, dass sie auf Klo gehen wollte und dann, oh, war nicht abgeschlossen, wieder schnell zugemacht so. Aber nicht so, dass sie da extra irgendwie extra hinterhergegangen ist, um sich das anzuschauen. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Auch wenn wir uns treffen, dass da nicht immer so eine Stimmung ist, weil wir werden uns so oft noch sehen in Zukunft. Da denke ich mir, ein Tag ist es gut, ein Tag ist es scheiße. Ein Tag ist es gut, ein Tag ist scheiße. Warum habe ich mir das angetan? Warum habe ich das meinem Mann zugemutet, der Arme, der noch nie vorher ein TV-Format gemacht hat? Aber irgendwie denke ich mir, wenn wir schon hier sind, dann hat es ja doch einen Grund. Vielleicht gibt es doch diesen einen Grund, warum wir es doch gebraucht haben. Ich kriege kein Auge zu, weil ich die ganze Zeit... irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Angst hab, dass er schon wieder am Feiern ist oder am Trinken ist oder keine Ahnung, was macht, das ist echt scheiße. Ich habe mich richtig gefreut über den Lapdance. Haben wir diese Bilder gesehen? Oder ich habe die so, glaube ich, nicht gesehen, oder? Auch wenn Jakob wahrscheinlich wieder gar nicht damit einverstanden sein wird, ich habe ihn auf jeden Fall genossen. Da
müssen wir auch gut was zensieren, ne? Also der Typ hat die Hose so über seine halbe Pobacke runtergezogen und nimmt ihre Hände und legt die da drauf und so. Also das sind tatsächlich die krassesten Bilder, die ich von Kate gesehen habe, aber die habe ich vorher nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, dass ich ihm jetzt hiermit auch beweisen konnte, dass er sich niemals Gedanken machen muss, auch nicht bezüglich Diogo. Wir haben alle eine Vergangenheit, auch ich habe sie. Und ich glaube, ich habe ihm genug bewiesen, dass er der Einzige für mich ist. Das mit dem Lapdance habe ich vorher nicht gesehen. Hast du die anderen Bilder schon mal gesehen? Habe ich alle gesehen. Und ich habe mich immer hier hingestellt und habe gesagt, dass das alles nicht schlimm ist. Ich habe mich nicht aufgeregt. Und das ist deine Vergangenheit. Und über meine Vergangenheit brauchen wir gar nicht zu reden, weil meine ist 5000 Mal schlimmer als deine. Also wenn wir meine jetzt hier auspacken, dann sind wir morgen noch nicht fertig. Und das wissen wir auch beide. Ich habe die ersten 2-3 Tage habe ich einfach gar nicht mit Diogo geredet. Und dann habe ich mir aber gedacht, dass ich vielleicht dir zeigen kann, selbst wenn ich normal mit ihm rede, dass zwischen uns irgendwie kein Flirten ist. Das weiß ich doch. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ist, warum du dann sagst, du hast sie nackt gesehen. Das verstehe ich nicht. Das ist dann, nehme ich als Provokation gegen mich einfach auf. Schatz, gar nicht. Ja, ich verstehe ihn, ne? Ich verstehe ihn ein bisschen. Sie hätte auch einfach sagen können, warum schließt du das Klo nicht ab, anstatt zu sagen, warum schließt du das Klo nicht ab, ich habe deinen Pipi-Mann gesehen. Sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn du da vielleicht ein bisschen betrunken bist und so, dann denkst du nicht so weit, dass die Kameras laufen und so, dann... Du willst ja, sie wollte vielleicht gar nicht damit so krass provozieren, kann ich mir schon vorstellen, dass sie damit nicht provozieren wollte. Denkst du, ich würde meinen eigenen Mann provozieren? Ich weiß doch, Süße, ich weiß. Nein, komm schon. Jakob, du hast natürlich auch sehr viel erlebt. Ja. Auch bei dir war es eine sehr wilde Zeit. Ja. Und die schauen wir uns jetzt auch noch mal zusammen an. Jetzt bin ich gespannt, liebe Freunde. Das ging gar nicht. Das ist doch Quatsch. Von den Jungs hier, von uns vier, wer ist da am ehesten dein Typ? Am ehesten auch du. Ja? Ja. Ich hab grad Sonnenbrand gehabt, Alter. Hm. Ich bin auch so jemand, so ich, vielleicht ist es auch ein bisschen, weil ich so aus dieser Fußballbranche komme, aber ich mag edle Frauen so. Und, keine Ahnung, hätten wir uns früher irgendwo mal kennengelernt. Du weißt, wie es ist. Man hätte sich unterhalten, man hätte sich mal getroffen. Du weißt nie, was dann passiert, ne? Warum sagst du sowas zu ihr? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel sieht sehr geil aus, wirklich. Was ist das zum Beispiel? Da will ich auch mal sogar einen Zentimeter hintergehen. So. Ja, ja. Yeah. Wie sie ihn immer anguckt, weil sie seine Reaktion sehen will. Ne? Sie guckt immer so rüber, so. Er grinst einfach. Ich möchte gerne eine Erklärung, Schatz. Ruhig, ich muss auch ein bisschen auf mein Image achten. Ne? Das kann ich ja später verlieren. So peinlich, was du da gemacht hast. Ich habe mich im Grund und Boden. Nein, machen. Weißt du, wie peinlich das ist? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn da gemacht? Ja, da kommen gleich noch andere Sachen. Glaub mir, das reicht meiner Frau schon, dass ich so gucke. Das ist schon zu viel des Guten. Hast du gehört, das reicht meiner Frau, dass ich so gucke? Ja, warte mal den Rest ab. Oh, yeah. Ja, musst du selber lachen, ne? Findest du das nicht peinlich, was du da gemacht hast? Das ist ja so, wie ich früher war, ne? Ja, genau. Ja, warum warst du da so? Warte, ich will gucken. Ja. Wenn du an dem Wochenende nach Temptation in Köln bist, ne? Lass einfach rausgehen und dann können wir diese kranken Schweine mal einen Tag raushängen lassen. Was ist das? Und ich sag zu Kate, Schatz, ich bin mit Uno unterwegs und dann ist gut. Du wolltest hinter meinem Rücken feiern gehen. Oh nein, hinter ihrem Rücken feiern gehen. Also hinter dem Rücken ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied als getrennt voneinander. Also hinter dem Rücken ist wirklich so, dass die andere Person das nicht mitkriegt. Man sagt, man geht nur essen, chillt dann bei den Jungs, aber man geht halt stattdessen feiern. So, aber getrennt voneinander feiern gehen ist ja auch in Ordnung, oder tun die das auch nicht? Dann feiern wir so geisteskrank und dann bist du ja auch in Köln. Und dann nehmen wir den Laden da mal auseinander, Digga. Und dann nehmen wir die Layla noch mit, Digga, und dann hat das sich jetzt alles erledigt. Was war das? Was grinst du so ekelhaft? Sag's dir jetzt, nein, ich will zuhören, Süße. Boah, Layla. Die Layla ist schon eine edle Schnitte. Da braucht man noch nicht zu lügen. Da war ich voll. Stell mir vor, ich hätte das gesagt, ja, über weiß, jemanden. Ich weiß. Hör mal jetzt. Jetzt kommen seine Pluspunkte, pass auf, jetzt ist er richtig stolz. Oh, Baby, ich vermisse dich so krass nicht. Oh, Baby,
endlich wieder bei mir haben, ehrlich gesagt. Jetzt guckt er die ganze Zeit rüber. Süße. Dann macht er so, guck. Ich war auch lieb, guck. Und dann immer dieses Nicken, wow. Ja, du bist Abstand meine Traumfrau. Ich liebe dich über alles. Ich spüre, ich liebe dich so sehr, Katie. Im Vorfeld von Temptation war so diese krasse Eifersucht bei mir und Kate im Vordergrund. Und ich habe ja auch einfach gelernt, mal mein Mädel einfach mal machen zu lassen. Aber dieses ja einfach, Nicken. Dieses, geil. Dass das krass Eifersüchtige, dass das so weggefallen ist. Und dass ich einfach nur für sie da bin, dass ich sie schätze, dass ich das schätze, was sie mache und dass ich einfach unfassbar stolz auf sie bin. Und insofern hat mir das vieles gebracht, ja. Guck, Frau, guck, ich war lieb, guck. Ja, hast du schön gesagt. Jakob, was ist mit dem Plan, dass du mit den Jungs und Layla einen drauf machen willst? Ja, genau. Ja, das war gemein, weil wir doch die ganze Zeit den Udo auf die drauf tun wollten. Aber du hast auch in den Bildern gesagt, dass du mir eine Ausrede sagen willst und ohne weil ich doch den Jungs davor gesagt habe, die wissen doch, ich weiß doch, wie du bist, dass du mich nicht rausgehen lässt und so. Weißt du, wie viele Witze wir gemacht haben? Wir haben so Witze gemacht, dass ich dann, wir haben gesagt, dass ich im Club dann am Käfig hänge und da Party mache und die Jungs dann so vor mir normal Party machen. Du wolltest mich anlügen. Nee, ich schwör auf meine Mutter. Du wolltest mit jemand anderem feiern gehen. Du wolltest, dass ich zu Hause... Er verhält sich sehr... Wie sagt man? Verdächtig. Fernsehen gucke wahrscheinlich. Ich glaube, du gehst irgendwo feiern. Ich gehe niemals ohne in meinem Leben ohne dich raus. Niemals. Das weißt du auch. Ich brauche nur dich und den Rest brauche ich nicht. Der Rest ist mir scheißegal. Vielleicht passt ja auch genau deswegen so gut. Aber ist das gesund zu sagen, ich gehe niemals ohne dich raus? Boah, ihr macht euch so abhängig voneinander, ne? Also es wäre gar nicht die Art von Beziehung, die ich führen wollen würde. So, jeder darf machen, wie er will. Und ich finde das auch völlig, also es ist voll ihr Ding, ne? Wenn man halt sagt, man macht nichts mehr unabhängig vom Partner. Man darf nicht mehr feiern gehen, unabhängig vom Partner. Ich will, dass meine Freundin alleine feiern geht mit ihren Freundinnen. So, die soll, also was ist das denn für eine Beziehung, wenn du 24/7... zusammen bist. Ah, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wäre halt gar nicht meins, um ehrlich zu sein. Gar nicht. Kann gut sein. Oder? Ne? Glaube ich auch. Ne? Aber man muss schon sagen, ihr habt hier einiges über eure Beziehung gelernt, ne? Ich habe gelernt, dass ich, wie gesagt, mein Mädel auch einfach mal machen lassen soll. Nicht diese kranke Eifersucht, dass ich endlich die Vergangenheit liegen lassen soll. Und vor allem, und das ist der wichtigste Punkt für mich, ich habe gelernt, wie hart dein Business ist. Ich bin jetzt das erste Mal hier in deine Welt eingetaucht. Und ich bin so stolz auf dich. Ich habe so einen krassen Respekt vor dir. Und ich bin so stolz auf dich. Und ich bin so... Wie die ihn anguckt, einfach so. Anstatt so irgendwie so ein bisschen zu lächeln und zu sagen, danke, danke voll lieb. Oh, danke, dass du das verstehst. So dieses... Du meine Frau bist. Ich liebe dich über alles, Baby. Kuss, Kuss, Kuss. Wie geht's denn jetzt für euch beide weiter? Ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal heiraten, ne, dieses Jahr. Also, ich warte immer noch auf meinen Heiratsantrag. Den hätte ich gerne so in den nächsten 2 Monaten, Schatz. Also, eins kann ich sagen, ich kann dir nicht genau sagen, wann, aber dass es in den nächsten 2 Monaten passiert, ist richtig, ja. Ich freue mich sehr, dass ihr zwar jetzt hier so sitzt. Es war eine sehr, sehr wilde Zeit, aber ihr habt noch mal ganz anders zueinander gefunden. Und ich glaube, so wie es scheint, kann euch nichts trennen. Nichts. Nein. Und ich würde sagen, Temptation Island VIP ist für euch jetzt vorbei. Kuss, Schatz. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Süße. Danke euch. Danke, Lola. Ja, das war Temptation Island 2022, beziehungsweise gibt es noch ein Nachbesprechen, ein Nachtreffen, wo sich dann alle wieder zusammentreffen. Bin ich sehr gespannt drauf. Mal gucken, ob das sich lohnt, darauf zu reagieren, liebe Freunde. Falls ihr wollt, dass wir uns das anschauen, lasst mal einen Daumen nach oben da. Bin ich sehr gespannt. Da ist natürlich das interessanteste Thema, Paulina und Henrik. Wie sieht es bei denen aus und so weiter und so fort. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video oder heute Abend 18 Uhr unten. Erster Link in der Beschreibung auf dem Zweitkanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Am besten, ihr trefft die Glocke im Gegensatz zu mir, liebe Freunde. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao. Guck ich dann zu Trug.